Moin, hier ist Heini. Heute kommen wir mal zu was ganz anderes, und zwar mein Wohnzimmer oder unser Wohnzimmer. Von meinem englischen Hund, von mir. Und wir haben ja zwei süße Wauzis, ne? Und die haben so ein kleines Kissen hier liegen, damit die auf den Sofa kommen, weil die so kleine Stüppeln haben, so kleine Beine haben. Wir können doch mal demonstrieren, wo die kleinen sind. Leo, Lotta, komm her, wo seid ihr? Komm her, ja, komm. Zack, da sind die kleinen. Oh, sind die süß, ey, unsere kleine süße Kacksäcke. Ja, meine Süßen. Und, ach, sind die goldig, ne? Ja, keine Yorkshire Terrier. Und damit wir unsere Kisten wieder nutzen können, die haben wir hier weggenommen, will ich jetzt so eine kleine Treppe bauen. Was? Die immer für euch da ist. Geht Portemonnaies klauen. Ja, geil. Jo, klasse, klappt super. Viel Spaß beim Video. Thank you.
Ich meine Kamera. Ich dachte jetzt, der filmt schon. Aber ich habe hier 6 mm Dübellöcher reingehauen, jeweils eins. Damit will ich die Treppenstufen dann einfach draufleimen und dass er ein bisschen mehr Halt hat. Ne? Ja. Ich habe hier so einen Dübelkoffer von Wolfcraft. Da ist alles drin, von Bohrer bis tiefen Stopp. Und die kleinen Fixierpunkte, die will ich erstmal machen. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal dieses hier, den Tiefenstopp ändern. Ich habe jetzt die Löcher hier vorgebohrt, aber den Tiefenstopp will ich jetzt eben hier ändern. Dass er nicht durchgeht, ne? So. Bisschen Schäfer Gottlieb. So. Dann habt ihr zwei solche kleinen Spitzen dabei. Fixierspitzen, sag ich. Oder Zentrierspitzen. Die kommen in diesen vorgebohrten Löcher. Seht ihr das? Da kommen die rein. Jetzt kommt Trick 17. Dann nehmt ihr, das ist jetzt das lange Ding. Ja. Dann nehmt ihr das. Lege ich das erstmal nur ganz normal drauf. Nichts machen. Noch nichts machen, eben erstmal. Wo ist denn mein Winkel? Da. Hier mal gucken. Perfekt. So. Wenn das so ist, ne, seht ihr mich jetzt, ist die Kamera jetzt an. Jo. So. Dann als erstes hinten natürlich bündig. So, und dann hier zentrieren. Und dann drückt ihr. Habt ihr gesehen? Und dann habt ihr nämlich von unten zwei Löcher. Da wisst ihr, da kommt die anderen Bohrlöcher rein. Ja? Die Bohrer nicht mehr fixieren, weil die sind ja jetzt. Dürft ihr nicht so tief machen. Da auch eine tiefen Stopp hier. Ne? So. Jetzt kommen die raus. Da kommen die 6 mm Dübel rein. Seht ihr? Naja, ich glaube, die ist noch ein bisschen zu lang. Die muss ich noch mal eben andersweitig. Noch ein bisschen tiefer machen. 2-3 mm. Perfekt. Perfekt. Jetzt noch gleich. Perfekt. Perfekt. Nicht so tief, weil ich habe aber Dübel gehabt, oder nee? Da. So.
Den brauchen wir hier. Siehst du. Und jetzt die runde Kante nach vorne. Seht ihr das? Und schon habt ihr eine schöne, feste Stufe. Da kommt Leim dran. Bäm. Ja? So sieht der Top aus. Ach, fein. Da freuen sich meine kleinen süßen Bauzis. Dasselbe machen wir jetzt hier. Also alles durchdacht, was der Wolfkraft hat, muss ich mal sagen. Ne? So, die runde Seite ist da. Will man noch mehr. So, die dritte und letzte. Verzierung ist da. Immer so acht, nee, wie abgerundet. Darum soll die Kante auch schön. Hm? Ist schon krass, was ich für Augen habe. Wenn ich hier so einen Schluck nehme, dann weiß ich, aha. So, ist fertig, kann rein. So. Perfekt. Ach, toll, ist er toll. Da wird geleimt und schon ist die Treppe fertig. Wird schön geschliffen, geleimt und wir haben zwei süßen Yorkshire Terrier. Super günstig. Weil ich steige das jetzt weiß und das andere, die Stufen, die lassen wir Natur. Weil das mögen wir beide ganz gerne leihen, also die Dame des Hauses und ich. Darum lassen wir das so. Da müsst ihr aufpassen, da wo ihr Leim drauf haut, später keinen Lack drauf. Den hält er nicht so, ne? Also hier ist jetzt eigentlich Dachlatte, weil es keine Bewegung drauf. Also das steht ja nur da, die kleinen 1 Kilowatt der Morgenbrunner, während du. Ne?
So, das ist jetzt ready. Das habe ich jetzt einmal vorgeschliffen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und gestrichen meine ich nicht geschliffen. Jetzt werde ich das noch einmal kurz anschleifen. Alles gut, ihr Süßen. Was ist los? Während das alles trocknet, werde ich jetzt dieses hier mit Möbelwachs einstreichen. Schön glatt ist das, sieht super aus. Und mit Möbelwachs ist halt so was wie Grundierung. Aber da ich eine Grundierung habe, nehme ich einmal Möbelwachs, das sollte auch reichen nehmen. Und falls da mal so einen kleinen süßen Krallen drauf kommt, mal dann neu. So. So, drauf. Und dann könnt ihr das schön einreiben. Einmal ringsum. Ein bisschen mehr. So, aber erst, ich kann mal mehr dödeln. Meine Lieben, es ist soweit, jetzt kann die Hochzeit beginnen. Jetzt kann ich dann eben alles zusammenleihen, ist alles getrocknet, geschliffen. Und jetzt klopp ich da ein bisschen Nein drauf. Und dann geht er los, ne? Oh, ich muss erst mal gucken, jetzt habe ich das gar nicht markiert, welcher was ist. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja nicht so viel jetzt, ne? Komm mal her, Leo, komm mal her. Komm mal her. Ich will dir mal die Welt zeigen. Ja, alles gut. Komm her, Leo, hier, komm. Eure Treppe baue ich da. Eure Treppe. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm, Leo, nimm Platz. Leo, Platz. Nein. Komm mal her, mein Spatz. Ich will dir das nur zeigen. Guck mal deine Schnute an, wie die Leute das sehen. Guck mal, sag mal Radio, mein Spatz. Das ist deine Treppe. Das ist ja auf dem Sofa, Gott. Guck. Mein Liebling. Und nix kaum hier, du. So. Bam. Ach, das sieht so super aus. Toll. Bam. Jetzt stelle ich da mal was drauf. Komm, lass den mal eben so. Wie gesagt, die sind auch stramm drauf, ne? Und lass sie so. So, meine Lieben, und gleich zeige ich euch, wie das im Wohnzimmer aussieht, weil es gleich, wenn das getrocknet ist, ne? Bis gleich. So, moin. Ach, Bauch einziehen und die Treppe steht. Sieht auch sehr super aus soweit. Kissen habe ich wieder hier, jetzt kann ich meine Füße da oben wieder drauf packen. Ist mal ganz bequem, ne? Dann wollen wir mal eben Probe machen, ob die kleinen Vorzies auch hochgehen. Und Leo, komm her. Leo, hier, komm, wir lecken ihn. Ja, komm. Jawohl, fein. Komm. Jawohl, fein, mein Spatz. Und guck mal, die Kamera. Da ist die World. Fein, mein Spatz. Die ist alles weg.
Naja, meine Lieben, da muss ich dran gewöhnen, aber gerade haben die schon mal einen Testlauf gemacht, klappt ganz gut. Guck, jawohl, fein, wird immer besser. Ich sage, in diesem Sinne, ab in die Rille. Und wie macht Apple immer? Tschüss.